Wunderschönen guten Abend, willkommen zu einer neuen Folge Cards Against Humanity. Mit dabei, dieselbe Gruppe wie letztes Mal, der Blankwolf. Hallo, hallo. Der Dexter. Hallo. Gutes Timing. Der Eke. Guten Abend. Der Toni. Hallo. Und Tonic alias der Lappen. Hallo. So, bitteschön, das vorlesen. Man fängt einfach der Hund an. Es gibt doch nichts Besseres als Hund, der im Hintergrund bellt. Wessen Hund war das denn? Das war, glaube ich, meiner dann. Der Heke, alles klar. War laut zu hören? Es ist okay gewesen. Oh, da sind einige gute Karten dabei. Es gibt doch nichts Besseres als Schamhaare als Bart zu benutzen. Da muss ich an Jackass denken. Es gibt doch nichts Besseres als Hai zu sein. Es gibt doch nichts Besseres als das grundlegende Leid, das alle Existenz erfüllt. Ich muss an Sport. Bin ich traurig. Es gibt doch nichts Besseres als einen schwarzen Hausklaven. Es gibt doch nichts Besseres als Unterwäsche falsch herumtragen und sie noch nicht waschen zu müssen. Ja, die letzte liegt aus, finde ich langweilig. Boah. Heke erkennt sich gerade wieder. Ich weiß, was ich nehmen würde, auch wenn es nicht meine Karte ist. Ich bin selber die Beste, sorry. No. Yes. Wow! Ich hätte den schwarzen Hausklaven genommen. Ich ja, auch. Jetzt auch genommen. Wow. Ich habe zwischen den beiden entschieden. Darauf zitiere ich dich mal, Black Wolf. Ich fühle mich wie eine Mischung aus Käse und... Ach, es ist schon mal toll, es geht direkt wieder so los wie beim letzten Mal. Nee, es kommt Kartoffelsalat. Warum? Ach verdammt, ich habe Pferdefleisch. Mann, das hätte gepasst. Und Toni, musst du auch gerade an das denken, was ich denke. Oh Mann, Leute. Es fehlt Käse. Egal. Armes Krieren. Los, oh, Lappen. Gott. Bah. Ja. Ich fühle mich wie eine Mischung aus Käse und Britney Spears mit 55. Ich sehe keinen Unterschied. Eine Mischung aus Käse und Sean Connery. Eine Mischung aus Käse und Tango tanzen mit Italienern. Eine Mischung aus Käse und versuchen zu rülpsen, aber dann auf die Füße kotzen. Eine Mischung aus Käse und ein Bild mit deinem Gesicht. Ja, na lecker. Eindeutig. Ja, na klar. Ich wusste, dass ich dir gefällt, Toni. War klar, dass Toni sein Gesicht nimmt. Mit deinem Gesicht. Bei meinem nächsten Zaubertrick werde ich Punkt, Punkt, Punkt aus meinem Punkt, Punkt, Punkt holen. Mal schauen. Was wünscht ihr euch denn? Was zaubert ihr mir denn? Oh Gott. Oh, ich weiß, es wird wieder in die Top 3 mindestens kommen, aber ich werde wieder nicht gewinnen, weil irgendein Hammer kommt. Das ist so ärgerlich. Ich brauche die Top 3. Ich hau Burner-Karten raus. So. Das ist so böse. Als mein nächster Zaubertrick zaubere ich einen Kackhaufen aus meinem Hintern. Ich zaubere, wenn Stephen Hawking versucht zu reden. Nee, redet. Brauchst du nicht vorlesen, ist scheiße, ist meins. Okay, gut. Ich zaubere Vaginalfürze aus der Rhesus Tentakel. Ich zaubere Inzest aus löchrigen Kondome. Aus einem löchrigen Kondom. Ich zaubere hochintelligente Sonderschüler aus einem stechend stinkenden Haufen Kot. Ja, komm, gib ihm schon den Sieg. Ja. Ja, was sonst? Ja, ich muss zugeben, Hintern war einfach eine Blanker. Ich wollte einfach nur fair genug sein, alle mal durchzulesen, aber es war klar. Was lässt mich unkontrollierbar vorziehen? Oh. Oh Mann. Der Zaubertrick von eben. Finger! Der blöde Penis. So sauer wäre, dass man einen Ständer bekommt. Das reiner Krallmund-Qualitätssiegel. Eine Geschichte erfinden, bei der man einen Drachen tötet, um an seine Frau ranzukommen. Nee, an eine Frau. Ich nehme den trotzdem. Ja, bin ich. Ja.
Nur weil es der blöde Penis ist. Ja. Oh, wilder ein Haiku. Nein, Gott, nein. 575, ne? Ja. Das wird ein bisschen dauern, bis die hier alles raus haben. Ich hab ein Haiku. Glaube ich jedenfalls. Geht bei mir nicht. Ich habe keine Karten, um ein Haiku zu bilden. Ja, auch nicht. Nein, ich kann nicht zählen, fuck. Aber dass das gut klingt. Ich schmeiß einfach ein paar Sachen weg. Dann kann Haiku bilden. Okay. Mir passiert nichts. Toni und Blankwolf. Ja, ich muss gerade mal abzählen. Ich kann keine Karte legen. Und? Bei mir hast du schon Karten gelegt. Okay. Ich kann kein Haiku bilden. Also Haiku wird gewinnen. So, jetzt hab ich fertig. Ich hab nichts Gutes. Das ist immer so eine Aufgabe, das dauert immer Stunden, bis man da was kommt. Ah, so viel dazu. Gut, der erste ist schon mal kein Haiku. Penisneid, Frauenwahlrecht, der unausweichliche Tod des Universums. Ist nicht schlecht. Aber leider kein Haiku. Wie ist es denn mit zu viel Kokain? Ist eine Grimasse schneiden? Natürlich, bisher schon ein Hitlerbärtchen. Das ist ein Haiku. Zu viel Kokain. Finde ich sogar gut. Ja, ist ein Haiku. Finde ich sogar ganz gut. Passt. Eine Grimasse schneiden, ein Hitlerbärtchen. Das ist saugut und es ist ein Haiku. Also ich habe mich verzählt. Tonic, das hätte man damals in Ethik abgeben. Der Hamburg-Gala. Soll das eine Anspielung auf Hamburgler sein? Also im Sinne von Dieb oder was? Der Hamburgala, McDonalds und Fruchtzwerge. Ist der da kein Haiku? Upsala. Gestaltenwandler. Filigrane Pobacken. Und heimliche Arschkratzer. Schade, ist kein Haiku. Die letzte Karte versaut's. Ärgerlich. War aber gut. Genau was du bekommst. So viel. Kostenloses Eis und russische Kellerpornos. Es ist das! Das zweite und das letzte hätte getauscht werden müssen, wäre es ein Haiku gewesen. Ja, ich weiß. Mich verklickt. Das ist ärgerlich, weil das wären dann zwei gute Haikus gewesen. Aber in dem Fall gewinnt das auch meiner Meinung nach beste. Das ist ein Haiku. Wer hat das Haiku bekommen? Der Blankwolf! Der hat die stundenlange Zeit genommen. Ja, ich habe leider nichts gefunden. Ich habe nur was mit 7 gefunden. Von mir. Ich hätte auch keins gehabt. Arschkratzer. Und ich... Studien belegen, dass sich Laborratten 50% schneller durch Teststrecken finden, wenn sie pro Punkt ausgesetzt wurden. Ich würde gerne mindestens einen Punkt holen, bevor diese Runde zu Ende ist. Bei Blankwolf stürmt ihr schon Richtung Ziellinie. Das heißt, wenn die Folge zu kurz wird, bitte einmal ihn flamen, ja. Ja, wenn sie Nacktbildern ausgesetzt wurden oder 250 Liter Basisöl von Seitenbacher. Bio-Basisöl, bitteschön. Oh, ja, Bio. Nee. Ja, Bio-Basisöl. Ja, das ist Bio-Basisöl. Oder singende, tanzende Kängurus. Oder Saxophon-Solos. Oder Natursektspielchen. Bin mir sicher, dass sie immer schön geschmiert werden müssen. Ja, Basisöl so. Von Seitenbacher. Ach so, die waren sonst immer einfach zu dick und sind in den roten Stecken. Ja, ja, wahrscheinlich. Wenn dadurch das Labyrinth, dann geht das. Wie möchte ich sterben? Das liegt jetzt an euch. Oh, Dexter hat schon eher was im Kopf. Wow. Ja. Muss ich nicht wissen. Das ist wahr. Ich möchte nicht wissen, was du im Kopf hast. Guck mal, hab ich die Karte auch noch ausgewählt? Boah. Alles klar. Ein Blowjob während der Autofahrt. So möchte ich sterben. Kommt hin. Das ganze Schwimmteam auf einmal. So möchte ich sterben. Boah, das ist böse. Kommt drauf an, ob dieses Schwimmteam männlich oder weiblich ist. Ja, steht ja nicht da. Der Amoklauf von Winden. So möchte ich sterben. Kommt, so möchte niemand sterben. Fettleibigkeit.
So möchte ich sterben. Drei. Das letzte ist gut. Drei Schichten von Nina Hagens Schminke. So möchte ich sterben. Es ist gut, aber ich möchte nicht so sterben. Erstickst einfach an der Schminke. Bei Winden als Opfer oder als Täter? Was du für Fragen hast, Dexter? Was ist los mit dir? Wir warten gespannt auf die Antwort. Komm, nehmen das Richtige. Na. Endlich. Mein Ehrenpunkt. Ich hätte vielleicht überlegen müssen, ob Hekepitu Nina Hagen überhaupt kennt. Ja, doch schon. Krieg? Ja, aber zu viel Krieg? Schminke. Nein, war Krieg für. War für, hallo. War für Krieg. Achso, war für. Hat jemand eine Blank Card und schreibt einfach nur war rein. War für Krieg, Krieg für war. Krieg war für Krieg. Krieg für Blank Wolf. Gegen Blank Wolf. Das macht wohl Sinn. Deswegen nimmt's keiner. Krieg für Vollpinkel. Krieg für Katzenbaby. Krieg für die Bibel. Krieg für Wafür. War so klar. Krieg für in ein Schwimmbecken gefüllt mit Kindertränen. Ihr mit euren Hobbys, das ist echt krank. Ja, lass mich, wenn Spaß macht. Ja, Wafür. Das Geile ist, ich hatte die Idee mit Wafür schon, bevor du mit War kamst. Aber für wahr wäre sogar noch besser gewesen im Nachhinein, weil ich hab's nicht gerafft, was du gemeint hast. Jetzt hab ich's verstanden. Beruhige dich erstmal und Punkt, Punkt, Punkt. Toll, ich hab kein Verb. Ich auch nicht. Auch nicht. Egal. Das geht immer. Ja. Ich hab nur Müll. Ich hau grad was weg. Ja. Ruhig dich erstmal und sein Shirt ausziehen. Hm? Soziale Gerechtigkeitskrieger mit Flammenwerfern voll Mitgefühl. Ja, die sind voll Mitgefühl. Das ist sehr beruhigend. Okay, ich weiß, was gewinnt. Ich auch. Beruhig dich erstmal mit Homosexualität. Okay, ich habe gerade ein eigenartiges Bild im Kopf. Ich muss gerade an den Zaubertrick von vorhin denken. Beruhig dich erstmal und sterben. Ja, das beruhigt. Beruhig dich erstmal und ins Meer kacken. Ja, du und deine Zaubertricks hier immer. So. Baha, ich krieg das Bild nicht mehr raus. Tut mir leid. Echt? Wow. Ich hätte ins Meer kacken genommen. Ich auch. Ich auch. Tut mir leid. Warum muss ich bei dir spielen? Sie brauchen Punkt, 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 um sich bei der Pubertät anmelden zu können. Ich bin. Die Karte ist super! Das ist auch eine schöne Karte. Die wollte ich eigentlich bei Tonic nehmen, weil es ein Insider ist, teilweise, aber. Okay, Kartoffelsalat? Nee. Voll der Insider. Kennt jeder. Toll, ich hätte so eine schöne Karte, aber die Tonic, kann ich nicht verwenden. Tonic, du wirst es sehen, wenn du es liest. Sie brauchen einen Furzfetisch, um sich bei der Pubertät anmelden zu können. Okay. Sie brauchen ein Schweizer Bankkonto. Sie brauchen zu viel Gier. Das erinnert mich an, wie hieß denn der Film noch gleich? Egal. Sie oh Gott, das nein! Internet. Du weißt, welchen Film ich meine, oder? Oder sie brauchen Momos marinierte Mini-Murmeln. Warum mariniert jemand Mini-Murmeln? Hauptsache immer für ein M. Schwierig. Bernds Beratungsstelle. Schwank ich zwischen drei Karten. Ja, ne? Schweizer Bankkonto ist zu viel gegen Momos marinierte Mini-Murmeln. Ich weiß, von wem die letzte Karte ist. Aber ich nehme trotzdem zu viel Gel. Jawoll! Nein. Ja, die letzte von mir. So knapp bei meinem ersten Punkt. Ja, Tonic kennt eine Person, die heißt Momo. Aber es ist alles die Schuld von? Ja, ein Avatar. Wovon oder von wem ist es die Schuld? Perfekte Karte. Ich bin gespannt, Leute. Wer wird hier zuerst einmal die Schuld zugewiesen?
Bin auch für Krian. Wenn der Tonic eine Blank hat, wüsste ich, was er schreiben würde. Kartoffelsalat. Nein. Wahrscheinlich würdest du es ausschreiben, Toni. Wenn der Toni eine Blank hatte, hätte wissen wir auch, was er schreiben würde. Er hätte nämlich dann geschrieben, Lügenpresse. Hundertprozentig. Ja, sind alles die Sachsen schuld. Ja, es ist alles die Schuld von heiße Menschen. Von Gunther Jauchs Fußnägel. Das können die dafür. Alles die Schuld von Juden. Ach kommt, Leute. Das ist klar. Das hatten wir schon mal. Alles die Schuld eines rechtschaffenden Kopfs, der nichts zu verlieren hat. Und es ist alles die Schuld von Gott. Oh, kritisch hier. Gott ist an allem schuld. Es ist halt schwer. Hat jemand Günther falsch gelesen? Alles die Schuld von Juden, die hatten wir halt schon. Ja, die ist so häufig. Und ja immer noch. Ja, theoretisch. Ja, ist richtig. Und sind halt immer noch schuld. Die haben ja auch in den Konstruktionslagers die Nazis geschlachtet. Jetzt haben wir das Problem wieder. Jetzt muss ich mir einigermaßen das Ding hier umdrehen. Es tut mir leid, das wird nämlich die letzte Karte gewinnen. Ich hoffe, dass das Bild einigermaßen passt. Dexter! Yes. Dexter Scott hat gewonnen. Ich muss ganz kurz schauen. Ich bin Gott. Ach, du bist. Ach so. Ja. Alles deine Schuld. Ja. Also einmal bitte Beschwerden bei Dexter einreichen. Hi, MTW. Ich glaube, das soll MTV heißen. Malibu, stehe auf Punkt und liebe es, Spaß zu haben. Oh. Was ist denn MTV? MTV? Ich glaube, das soll MTV sein. Ja, wahrscheinlich. Kann immer kein Englisch. Ja, die Übersetzung ist irgendwie schiefgelaufen, hä? Wow, es wird richtig spannend hier. Nur Heke und der Lappen, die haben irgendwie keine Lust mitzuspielen, wie es scheint. Ja, ich hab keine Lust. Muss meinem Namen gerecht werden. Bin gerade am Aussuchen, sorry. Ja, ja, lass dir nur Zeit, Toni. Immer das. Hi MTV, ich heiße Kendra, wohne in Malibu, stehe auf beleidigte Pauls im Doppelpack und liebe es Spaß zu haben. Außerdem stehe ich auf einer Nike-Ketten, deine Fürze, herausfinden, wie man Sex mit einem Delfin haben kann und Gänse. Ja, Das ist so krass. Was ist krass? Ich sag's, wenn die Runde zu Ende ist. Weil ich möchte nicht die Wahl von Dexter beeinflussen. So gut. Die auch anerkennen. Yeah. Die Gänse, die sind so random da drin, ne? Ja. Das ist so krass. Ich möchte mir gerade vor, wie jemand auf einer Gans steht, einfach. Das ist so krass. Wie viel Schuss hast du noch? Warum hast jemand Schüsse? Jetzt haben wir keine Zahlen oder was? Ich hatte ehrlich gesagt auch nichts. Wow. Wir machen es so. Vielleicht bringt das was. Bei wem? Bei Heke? Na, vielleicht bringt das was. Wie viel Schuss hast du noch? Wie viel Schuss hast du noch? Bienen. Wie viel Schuss hast du noch? 100. Ich verstehe leider nicht, warum wir alle lachen. Bestes Kokain. Wie viel Schuss hast du noch? Justin Bieber. Wie viel Schuss hast du noch? 2 Stunden Spaß. Also für mich sind hier 3 in der engeren Auswahl. Das ist einfach jemand, der hat einen Sprachfehler und kann nicht sagen, wie viel Lose hat. Deswegen sagt er, uns. Das sind die Schüsse, die aus dem Gewehr in dem Moment kommen. Ballert einfach weiter. Entweder noch die 2 Stunden Spaß oder bestes Kokain, weil das mit dem Schuss gut gepasst hat. Das stimmt, ja. Das war von mir. Also ach, die 3 komm, wären bei mir drin gewesen. Komm, deine Mutter steht total auf. Es ist schon interessant, dass solche Karten immer beim Toni kommen, ja, gell? Ja. Ja. Hör mal, wenn du die nicht nimmst, hast du keinen Stinkhumor. Deine Mutter steht total auf glitzernde Regenbogeneinhörner, auf dicke, fette Katzenköte, auf Analspiele, auf verkrüppelte Genitalien, auf Tentakel-Hentai. Nur wenn sie aus Japan kommt. Mit Katzenköte, ey. Ich finde die alle gar nicht mal so gut. Was? Na komm, nehmen wir die Regenbogeneinhörner. Yay! Oh. Was? Ich fand die alle gar nicht mal so gut. Na, der Toni ist mit seinen Fetischen noch ganz speziell. Ja, na, das hat halt ein langes Horn, ne?
Ich habe jetzt leider nicht, aber es wäre jetzt so ein. Das wäre jetzt so ein Moment entweder für so ein Badumts. Oder für so ein Grillen. Wenn jetzt jemand den Pfeil auf dem Soundboard hat, schreie ich. Oh, das wäre so ärgerlich. Nochmal. Wenn jetzt jemand den Weihnachtsmann hat, schreie ich. Am besten genau dieselben Karten wie letztes Mal. Ja, genau. Kartoffelsalat. Der Baum, ey, am Ende. Das ist das nächste Spielzeug im Happy Meal. Kartoffelsalat. Lecker. Ich will dir nicht vorstellen, wie spielt man damit rum? Egal. Deine Genitalien. Boah, ich stell mir gerade so... Dick in a Box, mäßig. Jetzt ist die Frage, Tonic. Sind deine Genitalien das Spielzeug für andere? Und du hast jetzt vorgestellt, wie andere mit deinen Genitalien spielen? Vor allem die Kinder, Alter. Ja, die Antwort. Schwierig. Dann nehme ich das halt schon mal nicht. Bierpong, das ist der Happy Meal Spielzeug. Mit passendem Alkohol schon dabei, oder? Embryo-Stammzellen sind das Spielzeug. Oder ein Baum. Baum. Also Baum ist das interessanteste Spielzeug, das ich mir vorstellen kann. Ja. Das Blankwurf nicht. Sorry, ich muss es trotzdem, vor allem, wo er jetzt das Bild in meinen Kopf gesetzt hat. Das Ding ist, du bist einfach nur zu jung dafür, weil es war eindeutig der Baum, ja? Mein Freund, der Baum ist tot. Aber das kennt ihr alle nicht mehr, ja, seid zu jung dafür. Natürlich kenne ich das auch dazu. Der neue Ach. Von Punkt, Punkt, Punkt lautet. Oh, also. Bei mir würde meiner wahrscheinlich gewinnen, aber ich kenne eure Karten noch nicht. Die Frage ist ja auch, Blinkwurf ist ja dran, das heißt, er kann nicht gewinnen, alles gut. Scheiße, ich habe gerade so eine gute Karte nicht gelegt. Wenn du jetzt einen Punkt kriegst, kannst du nächste Runde auch nicht gewinnen. Ja, aber ich gewinne sowieso nicht, weil ich lasse dann dich gewinnen. Okay, der neue Hit von Gandhi lautet Körperverletzung mit einem Fahrzeug, okay. Der neue Hit von Mestina lautet Der vierte. Der neue Hit von Genghis Khans DNA lautet ein Schwarzer, der einfach nur lächelt und nichts sagt. Der neue Hit von Nickelback lautet einmal saufen. Nickelback. Mir doch egal. Der neue Hit von These Nuts, australische Hardcore Band, lautet Morgan Freemans Stimme. Also ich habe drei Favoriten für mich. Ich auch. Ich weiß genau, was ich nehmen soll. Ich auch. Würde da nicht DNA bei Genghis Khan stehen, würde ich das sogar in die Auswahl mit einbeziehen. Aber DNA kann kein Hit schreiben. Also. Das ist die Band so. Ja, genau. Das ist eine Abkürzung für... Ja, die Bands gab's ja bloß ohne DNA natürlich. Ne? Wenn die nicht das Lied. Jawoll! Oh, warum nicht die Messdiener? Ja, ich fand die Messdiener geil. Ich fand den mit Messdiener auch gut. Warum? Steam ist offline, weil einen Hänger hat. Denkwolf hat einfach keinen Geschmack. Ja. So, die Frage ist, lass ich jetzt Dexter auf den vierten kommen, damit er den Toni auf den vierten kommen lässt, damit am Ende der Blankwolf ausruhen kann, ob Dexter, Toni oder ich gewinne. Hauptsache, ich stehe über den Lappen. Ich hab nur Mist. Mich auch. So, Steam ist offline, weil massive Analperlenketten einen Hänger hat. Oder haben. Weil ein starker Mongo einen Hänger hat. Er ist so böse. Weil nicht an die Existenz von Elefanten glauben einen Hänger hat. Das ist weniger. Weil Momos Nase einen Hänger hat. Wie sieht die Nase aus? Und, oder, weil dieses Ding, das Muskeln angeblich mit Elektroschocks aufbauen soll, einen Hänger hat. Das ist halt einfach nur aufgrund der Boshaftigkeit, muss es dummerweise der Mongo sein. Ja, easy. Meinen die damit Gaben, oder? Wahrscheinlich. Gestern hat er einen Film geguckt, in dem Pummelpunkt und Pummelpunkt sich verprügeln. Wow, ich hab nix. Ich darf keinen dabei gewinnen lassen. Ich hab nix. Du kannst mich mal gewinnen lassen. Was soll das? Blankwolf gewinnt dauernd, Ja, das ist doch gar nicht wahr. Ja, Blank. Ey, Dexter, ich hab dir vorhin extra den Sieg gegeben. Wir haben uns abgesprochen. Genau. Ich hab einen Film geguckt, in dem sich ein Osteuropäer im Film anzieht und zum Schwarz. Auf
Außerdem verprügelt sich noch ein Sack voll Genitalien mit toten Eltern, ein Ersatzreifen mit Fingermalerei, Dummheit und Vaterkomplexe und ein schwarzer und da kloppt unschuldige Säuglinge. Ja, sorry, aber das ist das Erste. Ja. Yes! Das muss ich mitnehmen. Jawohl, ich hab meinen Sieg. Diese Folge wird jetzt ab sofort jede Woche eingespielt, weil ich gewonnen habe. Das letzte Mal von mir. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute. Tschüss. Tschüss. Und immer schön Banane sagen.